So. Mit Abladen locker. Ich bin 12. Du bist 17. Benton Bosch. Da hinten stehst du. Oh, geht los. Das war mal ein sehr schlechter Start bei dir. Das war ein ganz normaler Start bei mir. Der war nicht sonderlich schlecht. Der war normal schlecht. Oh, der hast du fast rausgekegelt hinter dir, den Carrera. Ich habe ihn nicht wirklich doll berührt. Ich habe nur beim Versuch, meinen Karre unter Kontrolle zu behalten, ein paar Schlangenlinien gemacht und ich glaube, das waren dann seine Ausweichmanöver. Ich glaube, es gab tatsächlich keinen Kontakt. Bin rechts von dir gleich. Okay, dann würde sagen, passe ich auf, weil der Typ zieht eh nach rechts. Jetzt bist du links von mir. Ja. Stefan Jeppesen. Oh, wo bist du so da? Warum war der gerade so langsam? Wahrscheinlich, weil er von der Strecke. Der eine ist von der Strecke abgekommen, der Porsche da rechts. Der kam aus dem Kiesbett. Wow! Ich hab's. Oh! Wieder da? 7. Aber im Pulk unterwegs, sag ich mal. Upp. Ich war auch nur ein Stückchen weiter hinten. Ich hab ein paar Plätze verloren, aber musste nicht wenden, zum Glück. Oh! Hui! Vielleicht ein bisschen ticken zu schnell. Ich glaube, ich habe eine bessere Beschleunigung als viele von denen. Ah, die Kurve. Warum ist der Lambo, der gelbe, der erste, der Herr Richter? Ich habe einen. Ich habe gerade in der Rechtskurve, wo man bremsen muss, einen rausgeschoben. Oh, jetzt ist er wieder recht flott. Mal gucken, ob er in der Kurve, wo man, also in der Linkskurve, wo man bremsen muss. Oder wo man kurz vom Gas muss, ob er da vom Gas geht. Nee, der geht voll durch, aber ich musste bremsen. Dafür bin ich jetzt. Ah, ich bin am Ausgangssteller. Ich bin vorbei. Oh. Ich hätte bremsen müssen. Oder mehr bremsen müssen. Die Corvette vor mir hat auch gebremst auch.
Oh, jetzt kommt der Porsche und will sich rächen für den Abflug, den er hatte. Ich meine, jetzt versucht er mich auch abfliegen zu lassen, so wie er vorhin abgeflogen ist, ohne mein Zutun. Hab die vom Karussell mal ein bisschen ausgebremst. Ja, ich bin hinter dem vierten. Okay. Jetzt bin ich im Karussell. Kann ich ja wieder Gas geben. Und raus. Aber raus aus dem Karussell, nicht raus von der Strecke, oder? Raus aus dem Karussell, ja. So, hier muss man bremsen. Daran habe ich jetzt mittlerweile auch gedacht. Ach, das ist die, wo wir immer so... Wo wir immer sehr geradeaus sind. Ja. Als wir mit... Ich weiß nicht, was wir unterwegs waren. Ketterhem? Es geht eigentlich. Nee, mit dem Ketterhem nicht. Mit dem Ketterhem kriege ich die immer. Weil der jetzt langsam genug ist. Mit dem McLaren kannst du echt gut... Ah, sagt der und fuhr von der Strecke. Mit dem McLaren kannst du echt gut von der Strecke fahren. Ich wollte gerade sagen, kannst du echt gut an die Curbs direkt ranfahren und die halten dich sehr gut auf. Oh, falsche Stelle. Upp. Okay, alles gut. Etwas früh aufs Gas, ich dachte, wir wären woanders. Also, hier kann man schön Gas geben an der Stelle. Oh, okay. Und dann kam da eine andere Kurve als die, die ich dachte, und die wurde irgendwie immer enger. Naja, hier ist jetzt die Abflugkurve erstmal. Die Abflug-Videokurve. Du musst genau im Loch auf die Bremse gehen, dann hast du mehr Bremswirkung. Wow, der Lambo ist gerade abgeflogen, einmal in die Bande. Der gelbe? Ja. Schön, da habe ich ja Luft hinter mir. Zweite Karussell. Raus. So, und der Top Speed testen. So 60. 292. Oh, ich habe sogar noch einen siebten. 295. 300. Ich habe auch noch einen siebten. Aber ich muss bremsen. Ich habe 270 hier nach der zweiten Stelle, aber hinten der Lambo und alle kamen auch an. Die sind definitiv schneller. Oh. Gib uns den Blackstaff. Last round. Heißt, wenn da mit Kreide auf die Strecke gemalt ist, muss ich von der Strecke fahren? Ja, den Malereien muss er ausweichen, ja. Sobald keine KI mehr vor mir ist, fahre ich wieder wie Scheiße. Ach, das schaffe ich ganz unabhängig eigentlich.
Oh. Hast du War gesagt wegen mir oder ja, bist du auch abgeflogen? Deinetwegen. Ach, die zunehmend enger werdenden Kurven. Von hinten sieht dein Wagen deutlich besser aus und von rechts als von links. Links habe ich auch mal mit gebremst. Links ist die Bremse. Links ist die Bremsseite. Ja. Eine Seite muss für die Fotos danach, für die Siegerehrung sauber bleiben. Bitte keine Bilder von vorne und von links. Da bin ich gerade deutlich besser durchgekommen als du. Ich glaube, wir sind ziemlich gleich durchgekommen, aber du bist schneller. Es kann auch sein, dass du noch besser beschleunigst, aber du bist auf jeden Fall schneller. Und in der Beschleunigung habe ich auch bestenfalls die gleiche. Ich musste jetzt gerade deutlich bremsen, die habe ich sicher genommen, weil das war beim letzten Mal problematisch. Ich komme nicht weg. Hab jetzt mit der rechten Seite auch gebremst. Fotos bitte nur von hinten. Sekunden schneller als die letzte Runde. Ohoho. Hab nicht drauf geachtet jetzt.
Tschüss. Ha? Tschüss. Ich, tschüss. Weil ich jetzt schon 280 fahre? Ich bin jetzt 250. ...60, 63, 64, Pech auf. ...65. Jetzt geht's Pech ab. ...66, 68, 69, 270, 271. Dann muss ich hier vom Gas. Wow, so. Ohne Abflug, die Runde. 7,26, das ist eine ziemlich gute Zeit eigentlich. Diesem schnelleren Auto, ne? Nicht schlecht. Für ein Ketterhemd wäre die echt gut. Ja. Was mich hier ein bisschen stört die ganze Zeit, ist die Spiegelung. Vorne in der Scheibe. Vom Cockpit ist sehr ausgeprägt. Da, Reihenrichter. Der Reihenrichter. Miles, hast du gesehen? Der auf dem 8. Platz, der war miles behind. Okay. Das habe ich gar nicht gesehen. So,